Ja, hallo Leute, herzlich willkommen in diesem Video. Heute möchte ich euch ein LED-Panel vorstellen, und zwar das von links da, das RX11TD. Ja, den Link zu diesem LED-Panel findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ja, wie bin ich jetzt dazu gekommen zu diesem LED-Panel? Da will ich auch gleich ganz ehrlich dazu sein. Und zwar war es wirklich tatsächlich so, dass ich es mir eigentlich letztes Jahr im Herbst schon fast bestellen wollte, weil ich es halt schon von anderen YouTubern gesehen habe, dass die halt in letzter Zeit eher mit so LED-Lichtpanels arbeiten und dass der Videoqualität halt recht gut tut. Ja, im Jänner bin ich dann mit meiner Frau für 3 Wochen in die Flitterwochen geflogen und da dachte ich halt, zuerst einmal habe ich eh nicht wirklich viel Zeit, warte ich mal noch bis Februar, März und dann werde ich mir das bestellen. Witzigerweise war es aber dann so, dass ungefähr Mitte von den Flitterwochen habe ich halt eine Nachricht bekommen, ob ich eventuell so ein LED-Panel testen würde. Die würden mir das kostenlos zuschicken. Ich müsste dann eben jetzt hier dieses YouTube-Video erstellen und dann darf ich mir das Ganze dann behalten. Sage aber gleich fairerweise dazu, dass jetzt meine Meinung zu diesem LED-Panel bestimmt keinen Einfluss darauf hat, ob ich das jetzt bezahlt habe oder nicht. Also wenn das jetzt der letzte Schrott wäre, dann erzähle ich euch bestimmt nicht, dass das toll ist und kauft es euch oder sonst was. Weil, ja, also erstens, ich habe nichts davon, ob ihr das jetzt kauft oder nicht. Also ich bekomme das LED-Panel für dieses Video und nicht, ob jetzt ihr das kauft oder nicht. Und zweitens mal, also möchte ich es natürlich mit euch, mit meinen Abonnenten vertun. Und wenn ihr euch das kauft, dass ihr dann später sagt, der Daniel erzählt eh nur Mist, dann kann man eh nichts mehr glauben. Also das ganz bestimmt nicht. Also ja, der ganze Aufbau ging eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Also das ist eigentlich relativ selbsterklärend, was auch gut ist, weil ja, bei Dehnungsanleitung ist nicht wirklich vorhanden. Also das Einzige, was dabei war, war jetzt hier dieser eine Zettel. Wenn man hier aufmacht, hier ist ein bisschen was beschrieben und das war es dann aber auch schon. Das Ganze ist aber nicht einmal so wirklich in Englisch, sondern das ist eher ja, Chinesisch oder so. Wobei in Englisch steht es hier auch noch dabei, sehe ich gerade. Aber ist halt doch sehr, sehr spärlich. Die Bedienungsanleitung ist aber nicht wirklich schlimm, weil das Ganze, wenn man es auspackt, alles mal hinlegt, ist eigentlich relativ selbsterklärend, wie das Ganze dann zusammengehört. Von daher, ich habe es, glaube ich, in 10 Minuten war alles einsatzbereit auf dem Lampenstativ drauf. Genau, das Lampenstativ war jetzt bei mir hier nicht dabei. Das ist jetzt das Lampenstativ von einem meiner Studioblitze. Aber ich denke mal, das wird es auch dazugeben für dieses LED-Panel hier. Aktuell werde ich jetzt hier beleuchtet von so links vorne. Also ungefähr, ja, wenn ich jetzt hier den Arm ausstrecke, kann ich es schon fast berühren. Ist ungefähr in 1,5 Meter Abstand zu meinem Gesicht, so ungefähr. Dann ist jetzt hier so ein ja, Steuergerät, kann man sagen, dabei. Da kann man jetzt zum einen die Lichthelligkeit einstellen in Prozent, also von 0 auf 100% und die Kelvin, von 3000 auf 5600 Kelvin geht das Ganze. Es geht einfach hier mit Touch. Ich stelle jetzt hier mal auf 3000 Kelvin runter, dann seht ihr schon, was passiert. Ich werde halt jetzt hier gelbstichig. Den Weißabgleich an der Kamera habe ich jetzt absichtlich auf händisch eingestellt, 5200 Kelvin, glaube ich, habe ich da jetzt eingestellt. Ich filme jetzt hier mit der 5D Mark IV. Dass ihr halt, nicht dass ihr hier die Kamera den Weißabgleich irgendwie automatisch richtig stellt sozusagen, damit ihr das auch jetzt gut sehen könnt, wie das aussieht. So, dann stelle ich hier mal hoch auf 5600 Kelvin. Dann wird das Ganze eher so wieder weiß, das Licht. Und vorher hatte ich es auf 4900, das stelle ich jetzt hier wieder ein. Ja, dann ist das Ganze wieder auf 4900. Dann kann ich jetzt hier auch die Lichthelligkeit noch einstellen. Ich stelle jetzt hier mal auf 1% runter. Jetzt seht ihr hauptsächlich noch das Deckenlicht hier da oben. Also da ist noch so eine Deckenbeleuchtung bei mir. Und das vorne ist eigentlich recht angenehm dunkel jetzt. Also das leuchtet zwar noch, aber halt doch schon relativ dunkel. Vorher hatte ich es auf 25%. Das ist also so wie jetzt. Jetzt haben wir es wieder auf 25%. Das finde ich halt von der Helligkeit her recht angenehm. Das blendet jetzt nicht, auch wenn man jetzt direkt reinschaut. Ich habe jetzt hier auch noch eine Softbox davor. Dadurch wird das Licht halt noch weicher.
Und vor allen Dingen, es blenden diese einzelnen LED-Pünktchen, was da drauf sind, oder wie nennt man die Cluster, glaube ich, oder so, die blenden halt das nicht. Ich stelle jetzt hier mal hoch, ich schaue mal rein, wie hell vertrage ich das Ganze. Ja, so ab jetzt beginnt es schon zu blenden. Da bin ich jetzt hier bei 50% Helligkeit und ich stelle jetzt hier nochmal auf 100 drauf. So, jetzt haben wir jetzt hier auf 100%. Also jetzt ist schon, ja, man schafft es noch, dass man eigentlich direkt reinzieht, aber es ist schon sehr, sehr hell jetzt. Vielleicht, wenn sich die Augen dran gewöhnen, nach ein paar Minuten kann man schon noch direkt reinschauen. Aber es blendet jetzt doch schon sehr stark. Ich stelle jetzt hier wieder runter auf 25. Ja, was hat mir jetzt besonders gut gefallen bei dem LED-Licht? Ich habe es gleich mal getestet. Das war einer der ersten Tests und zwar mit meinem iPhone. Kann man eher mit Android-Handys auch machen. Kann man auf Slow Motion stellen und dann filmt das iPhone mit 240 Frames per Second. Und da sieht man einfach bei bei vielen LED-Lichtern, das flackert total. Also das ist extrem. Das sieht man eigentlich mit freiem Auge überhaupt nicht. Aber beim Filmen, auch mit jetzt mit einer 50stel zum Beispiel, also mit 50 Frames per Second, fällt es dann schon ein bisschen auf. Und mit 240 halt extrem. Und zum einen denke ich mir mal, kann das nicht wirklich gesund sein, auch für die Psyche vom Menschen und so weiter, wenn das eigentlich so flackert. Also manche Menschen sind halt da vielleicht empfindlicher, manche nicht so. Aber bei mir geht es in dem Fall jetzt vor allen Dingen auch darum, wenn ich meine Tropfenvideos mache, meine Tropfenfotos, dann filme ich auch hin und wieder mal ganz gerne. Natürlich mit 240 Frames oder vielleicht irgendwann mal auch mit 480, sollte das mal möglich sein mit den neueren Handys. Und dann flackert das natürlich total, wenn das jetzt nicht flackerfrei ist. Und dieses LED-Panel ist tatsächlich komplett flackerfrei. Also das könnte man jetzt auch generell für Highspeed-Videoaufnahmen verwenden. Was natürlich jetzt sehr cool ist. Einen Vorteil, was es noch gibt bei Dauerlicht generell, ist natürlich, wenn man jetzt Porträtfotos macht von Personen, dass sich die Pupillen verengen und dadurch sieht man dann die Augenfarben viel besser. Bei normalen Studioblitzen ist es ja so, da hat man maximal das Einstelllicht, das ist ja relativ dunkel und dann blitzt es halt nur ganz kurz. Und wenn es halt relativ dunkel ist im Raum, dann erweitern sich die Pupillen. Das Auge ist eigentlich mehr oder weniger schwarz. Von der Augenfarbe selber her sieht man fast gar nichts. Und dann ja, sieht es halt nicht so schön aus, das Auge. Mit dem Dauerlicht werden die Pupillen eben ganz klein und dann kommt halt die Augenfarbe viel besser zur Geltung. Außerdem sieht man natürlich auch schon vorher das Ganze, wie das dann später im Foto aussieht. Man kann auch offenblendiger arbeiten, also ich fotografiere auch generell sehr gerne mit Blende 1.4 bis 2.0 mit den Art-Objektiven von Sigma. Das geht halt mit Blitzlicht alles nicht wirklich gut. Und ich überlege jetzt tatsächlich schon, ob ich nicht meine komplette Studioausrüstung hier verkaufe, also die ganzen Blitze. Ich habe jetzt hier einen 500 Watt Sekunden Blitz und zwei 300 Watt Sekunden Blitzen mit riesigen Softboxen und wie man es halt kennt von früher und so. Und braucht halt auch tatsächlich viel Platz hier im Studio. Und ja, ich denke, ich werde das jetzt alles dann verkaufen und werde mir noch ein, zwei solche LED-Panels hier bestellen. Und dann werde ich zukünftig hier nur noch mit Dauerlicht fotografieren. Ja, es gibt von dem LED-Panel, das ist halt so komplett flexibel, kann man rollen und so weiter. Und das kann man halt entweder so direkt verwenden, auf ein Lampenstativ draufgeben. Dann hat man allerdings, ich habe es vorhin getestet, wenn man dann ein Porträt macht, hat man schon so die einzelnen Pünktchen als Lichtreflexion in den Augen. Es gibt aber dann noch so eine sehr coole Softbox dazu, also cool deshalb, weil die halt sehr kompakt ist, sehr flach ist. Klar, da braucht man nicht so riesig tiefe Softboxen wie bei den Blitzen, da reicht auch so eine flache. Und wenn ich dann jetzt die Softbox hier davor gebe, die auch aktuell jetzt hier davor ist, dann hat man wirklich ein sehr schönes, weiches Licht und das leuchtet komplett vollflächig gleichmäßig. Also dann hat man auch diese Pünktchen nicht mehr in den Augen, also als Lichtreflexion, sondern ja, hat man halt ein schönes, gleichmäßiges Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eventuell auch noch Softboxen dazu geben würde, die vielleicht rund sind, sodass man halt runde Augenreflexionen hat. Müsste man mal schauen, könnte man sich sonst vielleicht auch noch selber was basteln, indem man hier direkt auf die Softbox so einen runden schwarzen Kreis draufklebt sozusagen.
sodass halt dann einfach die Ecken rund abgerundet sind, so eine Art Vignette um die Softbox. Dann hätte man halt auch einen runden Augenreflex. Irgendwo habe ich auch mal was gesehen, ich glaube, das war auf der Fotokina, ich glaube, der Robert Kneschke hat das vorgestellt. Da kann man dann auch verschiedene so Formen draufgeben auf die Softbox, zum Beispiel Herzform, dann hat man halt eine Herzreflexion in den Augen oder Sternchenform oder Schneeflocke oder keine Ahnung was. Jedenfalls hat man dann halt immer diese Lichtreflexionen in den Augen, was halt vielleicht sehr cool ist. Genau, eins war dann noch dabei bei meinem Set, und zwar war da so ein Grid dabei, nennt man das. Also das ist so ein, das kann man halt dann noch auf die Softbox draufgeben, sodass halt dann das Licht noch mehr gerichtet wird in eine Richtung, dass es halt nicht so viel in die Seite abstrahlt. Kann man halt noch so direkt dann davor geben vor die Softbox. Ja, was noch dabei war, ein schöner Koffer. Genau. Und also da kann man wieder alles schön verstauen, finde ich auch nicht schlecht, dass das alles schön kompakt dann zusammen ist. Vielleicht, wenn man es auch mal mobil irgendwo verwenden möchte, eben mit so einem Akkupack. Ja, was ich auch noch sehr cool finde, ist, dass man das Ganze nicht nur mit Strom mit 240 Volt betreiben kann, so wie ich es aktuell betreibe. Also aktuell habe ich halt jetzt hier das Ganze an die Steckdose angeschlossen. Hier ist dann dieses Netzteil. Das geht dann mit einem Kabel eben hier rein. So ist das scharf auch jetzt. So, also hier rein. Und das Ganze ist eben dann jetzt verbunden hier mit mit diesem LED-Panel. Man kann aber das Ganze jetzt hier ausstecken und dann kann man da hinten einen Akku anschließen. Also der Akku war jetzt bei mir nicht dabei, aber gibt es halt zum Nachbestellen. Der hat 14,8 Volt, steht jetzt hier, steckt man dann hier drauf und dann kann man dieses LED-Panel tatsächlich komplett mobil und unabhängig von irgendeiner Stromversorgung betreiben. Ohne irgendwelche Kabeln dann. Wirklich sehr cool. Hier ist noch was zum Draufhängen, sodass man es halt zum Beispiel auf dieses Lampenstativ hängt, dass das dann nicht irgendwo am Boden herumliegt. Ja, was ich vielleicht auch noch ganz praktisch finde, hier seht ihr so einen Anschluss. Sieht man es? So, jetzt stelle ich scharf. Hier kann man eine Antenne anschließen, und zwar diese hier. Die war jetzt hier auch schon bei mir dabei. Dieses wäre halt praktisch, wenn man zum Beispiel jetzt zwei, drei oder vier solche LED-Panels hat. Dann gibt es eben noch so einen Funksender dazu und dann kann man halt über Funk jedes einzelne Panel in der Farbtemperatur und in der Lichthelligkeit einstellen, was ich auch sehr, sehr praktisch eigentlich finde. Also wenn ich es jetzt wirklich so mache, dass ich meine ganzen Studioblitze verkaufe und noch zwei solche LED-Panels dazu bestelle, werde ich mir vermutlich auch noch diesen Funksender dazu bestellen. Und dann kann ich halt sozusagen von meiner Fotografenseite aus, wo ich halt mit der Kamera stehe, kann ich halt dann jeweils die Helligkeit von den einzelnen LED-Panels regeln. Ohne dass ich dann immer bei den Models hier herumlaufen muss und immer die Helligkeit regeln muss. Ja, das war es jetzt mal fürs Erste von mir mit diesem LED-Panel. Ja, ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ob ihr euch das dann auch zulegt oder nicht, ist mir dann, ja, es ist euch überlassen. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Hat mich wirklich gefreut, dass das erstens nicht flackert und so ein schön hochqualitatives Licht abgibt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Und bis demnächst. Ciao.